So, und da bin ich wieder. Okay, die Fackel ist auch schon gleich verbraucht. Finde ich schon mal super. Ist aber auch noch dunkel. Und ich würde mal pennen gehen lieber. Die Nacht, dass die Nacht wieder schnell vorbei ist. Oh, ne, hier war es nicht. Hier ist die Treppe. Wir brauchen hier für unsere vorübergehende oder für unser Gebäude mehr Licht. So, perfekt. Dann ist jetzt nur die Frage, was machen wir jetzt als nächstes? Wir haben hier. Okay, wir haben hier was Neues. Irgendwo. Da, verwitterter Steinblock. Sieht aber cool aus. So ein bisschen schwärzer. So, wir haben hier aber noch Quests. Feuerstelle für die Bäuerin. Da kommen wir momentan noch nicht dran. Ich würde das hier machen wollen. Der Bogen sieht cool aus. Wo befindet sich das nochmal? Dort. Verloren im Miasma. Dann reisen wir mal hier hin. Und holen uns mal den Bogen. Vor allem, ich will auch hinter die Mauer da. Das sieht auch echt mega aus. Ich hoffe, wir kommen hier nur gegen die Gegner an. Ich glaube, da vorne. Das sieht sehr verdächtig aus. Wir sind wenigstens oben. So, okay. Wildschwein will was von mir, aber kommt nicht hoch, ne? Okay, hier sind Stufe 15 Untote. Und Wildschwein kommt auch noch zu mir. Komm her. Der hat jetzt Aggro. Nice. Haben wir geschafft. So, gibt's hier irgendwas? Abgesehen von den paar Untoten noch. Die greifen das arme Pilztier an. Aber solange die damit beschäftigt sind. Hat der jetzt auch Auge auf mich? Okay, schnell weg aus dem Giftdampf. Der gibt. Was kriegt man von ihm, wenn das gleich hier weg ist? Roten Pilz und Giftsack. Okay. Aber wir wollen jetzt mal rüber zur Hauptquest da. Beziehungsweise zur Quest.
und uns den Bogen mal holen. Denn der sieht sehr interessant aus. Waren wir hier? Ne, wir waren hier noch gar nicht, ne? Auch alles neu hier. Ich mir das da mal ansehen. Natürlich, auch hier alle Stufe 15. So, noch ein paar Punkte. Welche Stufe haben wir momentan? Stufe 14. Gibt es hier irgendwie einen Weg nach oben? Ich erkenne hier gerade keinen Weg nach oben. Vielleicht muss man hochspringen. Vielleicht extra dafür ausgelegt, dass man hier hoch springt. Doch, hier war ein Weg nach oben. Ich war zu blind, den zu sehen. So und so. Und was gibt's denn hier? Wow. Den schon wieder. Wo ist denn der jetzt? Da. Muss ich nach... Ich glaube, ich muss schon nach da oben. Kann das sein, dass ich da hoch muss zu dem einen Gebäude? So, das nehmen wir mit, Indigo. Oder hierhin. Da gibt es auch wieder was zu lesen. Weit weg von zu Hause. Ich bin jetzt im Dickicht. Reichlich Deckung. Aber zu viel Schlamm. Ich hinterlasse Fußspuren. Ich vermisse die festen, felsigen Bergpfade, Kieselsteine in Abgründe zu treten und auf das Echo zu warten. Ein seltsamer Geruch liegt über dem Moor. Er ist faulig und vergoren und erinnert mich an die Brennereien in der Nähe der Heulspitze. Ich habe beschlossen, Irrwurzburg zu meiden. Zu viel los. Und ich schmecke Kupfer im Wasser. Schlechte Vorzeichen. Ich muss so schnell wie möglich von hier verschwinden. Trank der Blut. Haben wir noch mal Leder. Ne, Tierfell, Entschuldigung. Erfahrungsschriftrolle. Nehmen wir mit. Kann ich das direkt benutzen? Können wir da rein? Geht das auch? Geht nicht auf. Verlassenes Jägerinnenlager. Gibt's hier noch mehr? Da oben. Lehrlingszauberstab und hier. Talion. Der Kampf bei der Brücke. Ich weiß, dass du auch dort gewesen sein musst.
Denjenigen, die flüchten konnten, stand der Schrecken in den Augen gestiegen. Das Miasma, sagten sie mit zittriger Stimme. Das Miasma hat alles überflutet. Und trotzdem hat die Armee von Thorgoth den Kampf fortgeführt. Bitte sag mir, hast du es eingeatmet? Bist du noch da drin, kleiner Bruder? Spielst du noch immer Kommandant? Ich überblicke das Tal mit der Sonne am Zenit, aber nichts bewegt sich. Ich habe mein Ohr am Boden, aber ich kann keine schweren Stiefel marschieren hören. Falls du da drinnen bist, gib mir bitte ein Zeichen, Talion. Ich trage dich auf dem Rücken wie in guten alten Zeiten. Deine Schwester Atalan. Erkunde das Schlachtfeld der Erbauerbrücke. Wo? Da. Da hinten. Okay, ich bin jetzt neugierig, was da hinten gibt. Was da auf uns zukommt. Da vorne ist wieder was. Standort unten. An die Wache des Nordens. Wächter des Nordens, Lord Thorgoth, mein verdorbener, wahnsinniger Widersacher. Du bist nichts als ein verrückter, rasender Schatten eines Anführers. Es macht mich krank, deine Befehle zu befolgen. Ein Tribut, den ich mit Blut bezahlt habe. Keine Armee kann dich beschützen. Ich werde jeden Abgrund überqueren, jeden Berg erklimmen, mich gegen die bitterste Kälte stemmen. Ich werde bis an die Grenzen der menschlichen Belastbarkeit gehen, um dich zu finden. Und wenn ich das tue, werde ich mein Ziel erreichen. Das schwöre ich bei der Ehre meines Bruders, Atalan Skre. Hier ist jemand begraben worden, glaube ich. Oder ja, doch nicht. Ich war neugierig, ob da was drunter ist. Die Brücke der Erbauer. 1000 XP erhalten. Stufe 15, endlich! Wir haben wieder zwei Punkte hier. Zu verteilen. Wo machen wir das rein? Die Betäubungsleiste eines Gegners wird um zusätzlich 20% erhöht, wenn du mit einer Nahkampfwaffe in dessen Block schlägst. Ich kann nicht wirklich rauszoomen. Hier. Ich könnte aber auch hier zweimal Stärke investieren. So. Ich würde mal machen, zweimal Stärke. Einmal hier und einmal hier. Dann kriegen wir hier Blutkrieger für 6 und kräftige Umlenkung. Du hättest 30 Ausdauer, wenn du den Angriff eines Gegners parierst. Erzeuge einen Gesundheitsorb, nachdem du einen Gegner mit einem Schleichangriff oder gnadenlosen Angriff besiegt hast. Hier jeglicher Nahkampf-Stichschaden wird um zusätzlich 10% erhöht. Jeglicher Nahkampf-Wuchtschaden wird um zusätzlich 10% erhöht. Und Schlitzer hier. Alle Nahkampf-Schnittschäden werden um 10% erhöht. Das ist auch schon mal nice. So, was... Verdammt. Nein, jetzt bin ich hier gelandet. Jetzt stecke ich fest. Ich muss den ganzen Weg wieder zurück nach dahin. Okay, ich versuche mal. Versuchen wir da oben zu landen. Auf dem Hügel da. Und dann von oben wieder da runter. Das wäre jetzt echt doof. Richtig doof gelaufen. So, komm.
komme ich von hier irgendwie wieder da hoch? Hier, das sieht so aus, als könnte man da hoch. Ja. Und jetzt? Okay, das wird nichts. Aber hier. Ja. Wir sind oben. Na gut, schauen wir mal, dass wir wieder da hinten rüberkommen. Zur Brücke. Und an den ganzen Bäumen hier vorbei, die alle erstmal nachladen müssen. Oh, Plündererlager entdeckt. Welche Stufe haben die? 15. Schon gut an. Alter. Nein! Zum Plündererlager besser nicht. Ich kann mich gar nicht bewegen. Hallo? Steck dir fest. So. Noch ein neuer Versuch. Obwohl nach da hinten, im Osten. Ich auch hin. Eigentlich eher mehr im Norden, Eisgebiet hier. Gerne. Ob es dahinter noch eine Wüste gibt? Oder ist das schon die Wüste? Ich bin mir nicht sicher. Neuer Versuch. Sind wir wieder oben? Okay, nur da haben wir einen Grabstein. Wo war das Plündererlager, was wir entdeckt hatten? Vielleicht wäre es sinnvoll, erstmal in Richtung eher vom Turm hinzufliegen. Und von dem Turm aus wieder runter. Gegen den Gift-Typ, das ist schwierig. Da brauchen wir wahrscheinlich eine bessere Rüstung oder so. Oder eine bessere Strategie. Die sind allgemein immer schwer. So, ich renne hier mal querfeld ein. Obwohl, hier ist es schon. Hier wollten wir hin. Guck mal, ist das... Achso. Ist ganz normale Pflanzenfaser. Okay. So, und anstatt da jetzt rüber zu fliegen, gehen wir mal lieber so. Obwohl, warte. Hier ist er doch schon, okay. Alles erstmal wieder mitnehmen.
Da haben wir eine Miasma-Wurzel. Schauen wir mal, wie wir da rankommen. Okay, hier ist... Man muss schon vorsichtig hier. Ist alles voll. Und ich glaube, das war alles mal Wasser. So, weg mit dir. Ich bin mir sicher, das war früher alles mal Wasser. Das dann zu so einem roten Miasma-Zeugs wurde. So. Welche Stufe hat der? Nein! Okay, der sucht sich einen anderen Weg. So. Ich will ihn jetzt nicht im Nahkampf hier. Wo haut er ab? Okay. Jetzt steckt er da fest. Hier ist eine Stufe 14. Das wollte ich nicht. Hier! Bogen des Kommandanten. Ich wette, den können wir viel, viel stärker machen. So. Den zerlegen wir mal. Den zerlegen wir mal. Finde den Kessel in Leuchtenstein. Stufe 16. Dann gehe ich lieber mal. Wir haben aber jetzt krassen Bogen, finde ich. Was haben wir denn da? Neues zum Lesen. An den Kurzen, liebster Bruder, sei unbesorgt, ich bin gesund und munter. Die Bogenschützen konnten nie mit mir mithalten. Und auch die Grenzpatrouille ließ einiges zu wünschen übrig. Ich habe es von der Holzspitze fortgeschafft und den Düsterdickicht erreicht, bevor sich die Truppen überhaupt in Bewegung setzen konnten. Lord Forgoth ist verrückt geworden, Talion. Er ist dem Miasma verfallen. Er hat uns belogen. König Gomanda ist keine Bedrohung. Dafür kann ich nicht kämpfen. Meine Narben sind der Beweis dafür. Frage sie mit Stolz, weil ich weiß, dass ich das Richtige getan habe. Bitte komm, lass den Krieg hinter dir. Verabschiede dich davon.
Ich vermisse dich, Kurzer. Atalan. Schau, was ich gefunden habe. Was für ein Schuss. Der Vogel stürzte wild flatternd zu Boden. Seine Krallen waren fest um dieses Ding gewickelt. Ein Zettel. Ich musste sie wirklich aufreißen. Kaum zu glauben, nicht wahr? So, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Und hier können wir nochmal unsere Zeit hier aufladen. Nee. Marker stellen. Ah, okay, cool. Wir können eigene Marker machen. Warte, was ist jetzt hier? Das da, ne? Leuchtenstein. Aber wir haben hier noch so einen Elixierbrunnen. Den auch noch mal einsammeln. Ich hoffe, die sind jetzt nicht allzu schwer. Wir sind erst gerade Stufe 15. Okay. Die sind im machbaren Bereich. So. Werden wir angegriffen? Nö. Wir können hier lesen. Nach mir die Luftflut. Bei den Erbauern. Während des Regens in der letzten Woche bot sich meinen Augen ein höchst rätselhafter Anblick. Eine verwummte Gestalt auf der Straße nach Irwurzburg, die wie ein Gespenst aussah. Schwebte sie wirklich über dem Boden oder betrügt mich mein Gedächtnis? Also ich glaube, wir könnten eigentlich schon langsam wieder auch in Richtung Leuchtstein gehen. Mit Stufe 15. Jetzt ist nur die Frage, wo geht's hier runter? Wo geht's runter zur Wurzel? Oder hier? Hier nochmal. Okay, das geht ganz schön tief runter. Hier ist eine Leiter. Wir müssen mehr Pfeile erstellen. So, die können wir so angreifen. Der schon wieder. Wir brauchen wieder mehr Pfeile, definitiv. Aber wir brauchen dessen Säcke. Ach nö. Kleinviech.
fängt schon sehr gut an. Okay, die kann man nicht anders angreifen. Die müssen aber auch verdammt laut sein immer. Hier. Obwohl, das können wir auch mitnehmen. Die schon wieder. Ich will doch nur zur Wurzel. Jetzt stellt sich nur die Frage, wo geht's denn zur Wurzel? Hier. Nehmen zwei von denen. Jetzt schon gut los. Also jetzt brauche ich wieder Ausdauer. Wenigstens einen habe ich besiegt. Einen habe ich schon. Was? Wie? Okay, da war ich zu voreilig. Welcher Weg war denn das jetzt? Die Richtung, ne? Oder? Hä? Ja, jetzt komme ich nicht hoch. Hier ist auch falsch. Hä? Okay, schnell wieder den Weg suchen. An denen vorbei. Ah, nervt mich nicht. Klein Viech. So, bitte lass hier nur noch einen sein. Ach, der lebt immer noch. Ja, hier ist nur einer. So, den haben wir jetzt gleich. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch alles wieder mit. Hier auch. Und mit dem weg. Fünf Marker haben wir jetzt. Wieso haben wir jetzt auf einmal fünf, hä? Wenn du von einem von Miasma verdorbenen Gegner mit einer Nahkampfwaffe besiegst, fährst du 15 Sekunden Miasma-Zeit wieder her. Fehler, jeglicher Nahkampf-Stichschaden wird um zu...
wird er hier Schlitzer gehen. Schnittschaden, wir machen Schnittschaden. Ich würde die beiden machen. So, dann hier Veteran. Beim Angriff mit einer Nahkampfwaffe erhöht sich deine kritische Trefferchance um 10%. Und schnelle Klingen ermöglicht es dir, schneller mit einhändigen Schwertern und Äxten anzugreifen. Okay. Stufe 15 haben wir auch schon gut. So, Wurzelstab, Stäbe brauchen wir nicht. Was ist das? Wolfsrudel-Axt. 32 Schaden. Mit den schon mal nehmen dann. Achso, ist ein Zweihänder. Ja, dann scheiß drauf. Ich bin kein Fan von Zweihändern. So, gucken wir nochmal auf der Map. Den haben wir fertig, ist erledigt. Wird nochmal hier hingehen. Und vielleicht noch mal einige Kisten bauen. Wir brauchen definitiv noch mehr. So, und unseren Scheiß hier einmal reparieren. Beziehungsweise jetzt erstmal einlagern. Alles, was wir hier haben. Hier haben wir eigentlich gar nichts. Wir hier auch nichts. Nägel, haben wir Kupfererz? Nein. Äste müssten wir haben. Nein, haben wir keine. Steine haben wir auf jeden Fall eingesammelt. Hierfür haben wir nichts. Ah ne, wir haben Teer, keine Kohle. Kupferbarren, nein. Hier haben wir nichts. Ich gehe einfach sinnlos jede Kiste einmal durch. Echt gut, ohne Sinn und Verstand. Einfach mal alle abgehen hier. Für hier haben wir nichts. Erdbeeren haben wir auch nichts. So, Rüben haben wir nicht. Tränke haben wir auf jeden Fall. So, das kann auch darüber. Und das kann darüber. So. Sonst haben wir keine Tränke. Hier, Leder haben wir. Also Tierfell. Ich frage, wir könnten eigentlich... Flachs... Wir haben kein Flachs gesammelt? Okay. Hier aber Indigo. So, Müsse. Bausteine. Hier haben wir ein bisschen was eingesammelt. 7 haben wir jetzt wieder. Schön. Lebensmittel haben wir nichts eingesammelt. Okay, dann würde ich einmal vielleicht auch nochmal von hier, von der Basis, nochmal ein paar Sachen mitnehmen. Und hier rüber transferieren. Vielleicht sogar schon auch die erste Kiste von hier rüberpacken. Sprich schnell und leise. Blutsbande. Ich glaube an dich, Flammblut. Vielleicht bin ich damit allein, aber ich betrachte dich als Familie. Und das habe ich bisher nur zu einem anderen Menschen gesagt. Richte deinen Blick nach oben, wenn du in Gefahr bist. Ich werde über dich wachen. Danke. Ja, ich pass auf. Keine Sorge. So. Hier nehmen wir alles mit. Und den auch. Ah, perfekt. Können wir den auch schon mal mitnehmen? Und wie sieht's hier aus? Okay. Mehr können wir jetzt nicht mitnehmen. Ich würde sagen, wir legen uns einmal schlafen. Perfekt.
Und dann wieder hier rüber. Hoppala. Bin jetzt am Ohr gejuckt. Es rutscht mich schon die Kopfhörer weg. So, was haben wir jetzt im Rucksack? Lebensmittel auf jeden Fall, einiges. Haben wir was für hier? Nein. Für hier auch nichts. Nope. Ich glaube, ich habe es nicht gerade schlau gemacht, was hier die Dings hier angeht. Nope, alles andere als schlau. Wir haben nichts hiervon. Ah, doch, hier. Das kann hier rein. Das kann hier rein. So, für hier haben wir was? Nope. Für hier haben wir auch nichts. So. Auch nichts. Für hier haben wir was. Das hier haben wir zum Beispiel. Haben wir nicht mehr Tränke? Anscheinend nicht. Hier, Leder. Perfekt. So. Für hier haben wir nichts. Für hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts. Haben wir ein Zell? Nein. Hier Baublöcke. Die können hier rein. So, haben wir sonst noch was für hier? Nope. Für hier haben wir auch ein bisschen was. Die können auch noch mit hier rein. Sonst haben wir hier nichts. So. Kann ich die auch schon mal hier platzieren? Ich würde den erstmal hier hinsetzen. Und den dann nach oben. So. Dann können wir da. Das packen wir hier rein. Knochen, würde ich sagen. Und hier. Das haben wir auch sehr viel. Pflanzenfasern. Beziehungsweise hier packe ich erstmal alles andere. Alles, was wir nicht brauchen. Dann können wir noch einmal rübergehen. Ich ziehe jetzt einfach schon mal um. Wir ziehen jetzt einfach um. So. Und dann gucken wir mal, dass wir auch alles andere mit rübernehmen. So. Okay, das wird auch wieder nichts. Und wieder dahin. So, noch mal alles von vorne sortieren.
Es wird später noch anders sortiert, also es wird noch eine ordentliche Sortierung geben. Nur jetzt erstmal einfach alles hierhin. Aber ich werde das offscreen auf jeden Fall vernünftig sortieren. Und auch alle Ressourcen dann wahrscheinlich voll machen, würde ich sagen. Für hier habe ich nichts. Für hier auch nichts. Hier hatte ich ein bisschen was, okay. Erdbeeren hatte ich auch, perfekt. Hatte ich Rüben? Nein. Tränke habe ich hier, ja. So, sonst habe ich hier keine Tränke. Okay. Leder vielleicht? Nope. Hier hatte ich nichts. Schade. Habe ich Bausteine? Nein. Hier hatte ich ein bisschen was und das kommt auch noch hier rein. Perfekt. 12 von diesen Köpfen haben wir schon. Wuka Gladiatorkopf. Blut Donner Wüstlingkopf. So, warte mal. Den packen wir mal hier direkt oben drauf. Dann kann hier alles andere erstmal rein. So, wie die Ding. Warte mal. Komm, ich packe hier das Gekochte erstmal rein, beziehungsweise Lebensmittel. Hatte ich nichts für Knochen? Warte mal. Hatte ich hier keine Knochenkiste? Doch, hier. Ich wollte schon sagen, warum hatte ich keine Knochenkiste? Nee, da unten. So, Lehmklump packen wir mal da rein. Und reisen nochmal zurück. Nehmen von da nochmal alles mit. Alles aufnehmen. Okay, das hat alles gepasst. Okay, das finde ich jetzt nice, dass das alles gepasst hat jetzt. Können wir den ja direkt nach da oben? Komm, noch ein. Komm, da war es doch fast. So richtig das, was ich will, will er nicht. So. Fangen wir erstmal ganz unten an. Hier die Baublöcke. Wie das, das. Baugerüst können wir auch hier reinpacken. Haben wir Metallschrott? Nein. Hier haben wir auch nichts. Honig hatten wir, perfekt. Ausrüstung haben wir nicht.
Kiste? Nein. Auch wieder nichts. Ich fühle mich gerade ein bisschen doof, dass ich einfach random hier alles so durchgehe. Hier haben wir was. Wir haben zu viel von diesen Tränken. Haben wir Fleisch? Ah, wir hatten was für hier. Okay, irgendwas hatten wir für hier. Der hier ist leer. Der ist leer. Für hier hatten wir nichts. Hier hatten wir ein bisschen was. Hier hatten wir nichts. Erdbeeren hatten wir nicht. Hier hatten wir Tücher. Hier hatten wir nichts. Okay, dann würde ich sagen, wir holen mal alle hierher. So, welche? Das war die. Wo wir noch den Rest reinpacken können. Jetzt ist die Kiste voll. Hier packen wir das noch rein. Dann können wir noch einmal zur alten Basis alles mitnehmen, was wir da noch gebaut hatten. Also alle Werkbänke und so weiter nehmen wir mit. Und platzieren die dann hier. Und dann ist das unsere neue Basis. Die alte brauchen wir dann gar nicht mehr. So. Tischsäge. Ist da irgendwas drin? Nö. Nehmen wir mit. Irgendwas drin? Nein. So, das können wir auch aufnehmen. Das nehmen wir auch mit. Einmal sicher gehen, dass hier sonst nichts mehr rumliegt. So. Fackel. Wandfackel nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. So, das nehmen wir mit. Ach, hier war noch ein bisschen was. An Tierfell. Wie voll ist unser Rucksack? Geht doch noch. Den nehmen wir mal von da weg. Nehmen wir mit. So. Nehmen wir wieder mit. Alle Fenster weg. Türen nehmen wir auch mal wieder mit. Wir brauchen das hier ja alles gar nicht mehr.
Finde ich ein bisschen schade, dass wir das hier abreißen, aber wir werden hier eh wahrscheinlich nie wieder herkommen. So. Packen wir das auch nach oben. So. Entfernen. Kann ich auch ganze Wände? Ja, kann ich. Obwohl, funktioniert nicht so ganz, wie ich mir das denke. Habe mir anders vorgestellt. Okay, aber das funktioniert nicht so, wie ich mir das wirklich vorstelle. Okay, zum Teil muss ich wirklich, glaube ich, einzelne Blöcke wegmachen. Wie sieht es hier aus? Super. Okay, ich muss hier wirklich auch einzelne wegmachen. Könnte ein Weilchen dauern. Jeden Block einzeln hier wegmacht, das... ein Jahrhundertprojekt dann. So, einmal weg. Kann ich auch größere hier? Jo! Tatsächlich! Geht's noch größer? Ich habe vorgesorgt. Hier ist Wasser. Freddy. So, ich habe vorgesorgt. Seit dem letzten Mal falle ich nicht mehr so schnell drauf rein. So. Und ja, wir reißen unsere alte Hütte ab. Wir ziehen ja schon um. Ich dachte, du streamst eigentlich heute selber noch.
Oder kommt das noch? So. Ah, du klingelst ein wenig rum. Okay, dann gute Besserung wünsche ich dir. Ich hoffe, du bist schnell wieder fit. Denn ich schaue dir auch gerne, beziehungsweise ich höre dir gerne, wenn ich pennen will, also zum Einschlafen, höre ich dir gerne zu. Manchmal. Deswegen ich dann irgendwann auch mal einfach still bin. Obwohl, für YouTube hast du sehr viel vorproduziert, kann das sein? Da kommt sehr viel raus momentan, finde ich. Ja, zum Einschlafen kann man sich ja Let's Plays reinziehen. So. So, sag mal, was hältst du davon, dass wir unsere alte Hütte hier abreißen? Vielleicht anders abreißen können, den hier noch, weil das ein richtiges ganzes Dach war. So. Bei YouTube kommen ja nur alte Streams geschnitten. Ah, okay. Stimmt. Aber du hast auch so viel vorproduziert. Du bist ja auch gefühlt jeden Tag am Stream. Oh. So. Weg damit. Ah, Dienstags und Donnerstags machst du mal Pause zum Schneiden. Ah, okay. Stimmt. Dienstags und Donnerstags habe ich dich bisher, wenn dann, sehr selten gesehen, glaube ich. TNT glaube ich nicht, aber ich will ja die Materialien noch behalten. Die Baublöcke. Weil es gibt ja Bomben, aber dann verschwindet das alles, glaube ich. Ja, was ich hier gemacht habe. Deswegen reiße ich das lieber so ab. Paschi! Was sind das denn für Emotes? Wo sind die her? So. Damit weg. So, die Hütte wird jetzt abgerissen. Dass du auch Bescheid weißt, Paschi. Wir ziehen ja um. Wir haben ja einen neuen Spot gefunden, beziehungsweise... Toll. Sogar einen direkt an der Hauptstraße, auch in Richtung Hauptstadt. Das zur neuen Hauptstadt wird dann, also meine Stadt wird dann zur neuen Hauptstadt. Thank you.
dauert echt sehr lange gerade. So, aber erzählt mal, wie geht's euch so? Was habt ihr so gemacht, während ich hier das hier abreiße? Vielleicht habt ihr irgendwas Spannenderes erlebt als ich jetzt gerade. So, Pascal, wie geht's dir? Erzähl mal. Irgendwie, ich will nicht mehr. Hätte ich nicht irgendjemand jetzt dafür dazu holen können oder so? Zum Abreißen? Damit ich das nicht machen könnte? Stimmt, heute war das Wetter richtig nice. Schön sonnig, ne? Ja, mir geht's soweit ganz gut. Ein bisschen müde. Vor allem, ich darf ja jetzt, glaube ich, noch einmal Morrowind aufnehmen. Eine Session. Dann habe ich Morrowind durch. Und dann kann ich endlich mit Oblivion anfangen. Was mich auch gefreut hat. Vor allem aktuell, während des Streams, habe ich schon so weit vorproduziert bei Morrowind. Ich bin schon selber als Werwolf unterwegs. Und ich mag es da absolut gar nicht, als Werwolf unterwegs zu sein. Hel und ich haben schon so abgesprochen, dass wenn irgendwie was sein sollte oder so, wir dann offscreen hier Ressourcen füreinander farmen gehen, mithelfen und so weiter. Wir haben ja beide jeweils einen zweiten Charakter. Also einen spielbaren Charakter zum Blödsinn machen und so weiter oder zum Farmen. Wo es dann nicht so schlimm ist, wenn, dass man den Level aufsteigt, was also fürs Let's Play bzw. Live-Let's Play eher weniger schlimm ist. So, dass wir dann zum Beispiel hier ich mit dem anderen Charakter zu ihr dann rüberkommen kann und helfen kann, so Sachen zu farmen, wenn sie was für die... Weil dieses Farming, das dauert ewig, wenn man hier als Beispiel jetzt 300 Holz braucht oder so. Das dauert dann ewig. Muss man... Oder 3000 kann auch mal sein. Und sie kommt auch dann demnächst, wenn ich mal farmen muss, also auch zu mir rüber. Das wird aber offscreen sein. Aber manche Sachen muss ich halt auch selber machen, weil man muss auch schauen, wann sie Zeit hat, weil sie ja probiert und so. Da kann man schlecht dann einfach so mitten rein dazukommen. Sie ist ja auch sehr beschränkt von der Zeit her. Leider. Da zeige ich dann lieber ein bisschen Rücksicht und so. So, aber gleich haben wir das alles.
ihr habt wieder, Paschi, ihr habt wieder gezockt, hä? Ich hab das gesehen, aber ich kam da irgendwie nicht, mit. Weil ich ja immer noch bei Morrowind dabei war. Zu zocken, aufzunehmen. Konnte ich diesmal nicht mit dabei sein. Aber ich will auch endlich Morrowind beendet haben. Das wird, glaube ich, das bis jetzt einzige Let's Play sein, was ich dann über 200 Folgen haben werde. So. Jetzt erstmal der ganze Stein hier weg. Warte mal. Wie kann ich so einfach entfernen? Weil das ja größere Flächen sind. So, die Hütte ist weg. Mein Bart wieder gekürzt. Ist jetzt tatsächlich seit längerem so, dass der gekürzt ist. Das ist jetzt schon seit 2 Wochen. Ich behalte das jetzt bei der Länge bei. Ich werde jetzt hier unten keinen Zopf mehr machen. Dafür habe ich hier hinten einen. So, wie viel Platz haben wir noch im Inventar? Ich werde da vielleicht einmal leeren gehen und dann... So, in unserem anderen Zuhause, wo war der? Da. Hat jetzt mit der Hütte lang genug gedauert. So, und gucken, dass wir wieder das Unnötige hier machen, alles so. Beziehungsweise, warte mal. Wir haben jetzt Baublöcke, jede Menge. Wo haben wir die Baublockkiste? Hier. So. Da unten haben wir auch noch was. Ich würde hier aber auch die Dinger reinpacken erstmal. Die Fackeln können wir gleich mal verteilen. Ich glaube, die primitive Matratze brauchen wir nicht. Wir haben oben ein anderes Bett. Das brauchen wir nicht mehr. Wir haben hier eine Werkbank. So, wo haben wir Leder? Warte, hatten wir Knochen? Hatten wir keinen Knochen? Hier hatten wir doch was, oder? Ne, für hier hatten wir nichts. Wo war die Lederkiste? Sensor, wo habe ich Leder hingetan? Hier. So, Leder ist erstmal wieder voll. Und alles andere packe ich erstmal hier mit rein. Und hier mit rein, die Dinger. Den können wir löschen, brauchen wir ja nicht mehr. So, Brennofen können wir verteilen. Also irgendwo hinsetzen, wo es am besten wäre. Ich packe die erstmal alle hier nach draußen hin. Ich glaube, wir gehen mal pennen. Wäre sinnvoller, oder? Ist doch ein bisschen gruselig. Obwohl, warte. Wir können die Fackeln hier schon mal verteilen.
hier zum Beispiel eine. Und hier. Ist das der... Ja, hier ist die Treppe. So, nein, nicht abbauen, schlafen. Man sieht zwar jetzt kaum was, aber... So, wenigstens haben wir hier jetzt ein paar Fackeln, dass wir dann im Dunkeln ein bisschen besser sehen. Und die Tür müssen wir woanders hinsetzen. So wie die Hütte reparieren, definitiv. Ich höre hier noch irgendwas anderes. So. Den packen wir auch mal hier hin. Wo ist vorne? Da. Alles einmal nach draußen. Nein. Das packe ich woanders hin. Da drinnen gab es ja was, wo wir sowas hinpacken können. Ah, ich glaube, ich weiß... Oder? Ich könnte sein, dass ich sogar weiß, welche du meinst. Ist das Indelia? Kann das sein, dass von ihr ist? Folgeprojekte. Ich habe vor, Outlast 1 und 2 aktuell zu machen und eventuell auch andere Horrorspiele und so weiter, so neben, dass das dann quasi im täglichen Wechsel mit, warte, da muss ich mal gucken. Warte mal, da muss ich hier einmal raus. Ah, okay, die kenne ich jetzt zum Beispiel nicht. Ja, nach Gothic 3 auf jeden Fall Götterdämmerung und Arcania. So wie der DLC von Arcania. Und ich werde mir die volle Dröhnung Light damit auf jeden Fall antun. So. Einmal müssen wir noch rüber. Einmal müssen wir noch hier hin. Und das Ding abreißen. Aber es ist ja jetzt aktuell immer um 16 Uhr Outlast und Enshrouded. Im täglichen Wechsel. So, die Flamme tilgen. So, 30 Sekunden, dann ist das hier weg. Kriege ich auch die Items wieder? Das Nachglühen der Flamme bietet einen anhaltenden Schutz, der bald nachlassen wird. 10 Sekunden noch.
Warte mal. Welche Stufe habe ich jetzt? Flammen? Stufe 3 immer noch. Okay. Alter, Aktivierungskapazität 6. Miasma Passierstufe 3. Charakter Attributsboni 2. Blei, Myzel, Funken, Indigo-Pflanze, Bernstein, Kupfererz und Hut Irrlicht, Blumenkopf. Brauchen wir noch. So, das ist jetzt unser Zuhause. Und bleibt auch unser Zuhause. Das alte Zuhause ist nicht mehr. Das ist jetzt unser Zuhause. Das heißt dann eigentlich, ich brauche noch sehr viel Schrott, Nägel und Holz, damit ich hier... Also Nägel haben wir hier, aber das wird nicht reichen. Ich brauche mehr Kisten. Einiges an Kisten auf jeden Fall. So. Ich pack das mal vielleicht nach draußen hin. Direkt hier hin. Perfekt. Du wolltest mich gerade hier fragen, wann ich wieder streame? Ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Ich kann dir diese Frage nicht beantworten hier im Stream, wann ich wieder streame. Aber ich finde, das hier steht so gut, oder? Wir stellen den richtig hin. So, der ist jetzt wieder falsch platziert. Pack den mal hier hin. So, ich werde aber heute noch nicht anfangen, das Ding zu reparieren oder auszubauen, sagen wir mal so, weil... An sich, okay, ich muss schon da oben sein. An sich muss hier einiges machen. Ich brauche vor allem dieselben Steine, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich dieselben habe. Aber in diesem Stil, in diesem Baustil, würde ich gerne tatsächlich die Stadt bauen. So, das hier darf auch weg. Haben wir nochmal Holz. Beziehungsweise, warte mal. Können wir bei ihm hier... Wir können schon Kupferäxte machen, okay. Dafür brauchen wir aber erstmal Holz. Kupferspitzhacken. Warte mal. Wir haben bisher... Holzfäller, Schuttaxt und Schuttspitzhacke und Schutthake. Okay, eine bessere Hake kann ich noch nicht machen. Aber zumindest schon mal Kupferspitzhacken und Kupferäxte. So, und das hier würde ich gerne eigentlich zu einem Dings hier umbauen wollen, später. Also, dass es von Holz zu so einer Art steinernen Altarraum geben wird. Mach das mit der Brille weg gleich. Jetzt noch nicht. Also, das wird sich jetzt, glaube ich, noch nicht lohnen. Weil ich wollte jetzt noch mal einen kurzen Break machen und aufs Klo gehen. Daher bin ich gleich wieder da. Bis gleich.